vor Wetten, das aus Thomas Gottschalk gibt Nachfolger bekannt. Können die großen Fußstapfen von Wetten, das Legende Thomas Gottschalk gefüllt werden? Der 73-Jährige findet, ja, sie treten Gottschalks TV-Nachfolge an. Vor seinem bevorstehenden Abschied als Gastgeber von Wetten, das traf sich Thomas Gottschalk mit einer Reihe bekannter TV-Gesichter zu einem exklusiven Abendessen in Köln. In einem Restaurant, das sonntags eigentlich geschlossen hat und nur für die Promi-Truppe öffnete, genoss er die Gesellschaft von Guido Kanz und Giovanni Zarella, begleitet von ihren Lebensgefährtinnen. Nach letzter Wetten, das Folge, diese Männer treten laut Thomas Gottschalk sein TV-Erbe an. Auch Gottschalks Freundin Karina Mross waren bei dem Treffen mit Zarella und seiner Frau Janaina sowie Kanz und dessen Ehefrau Kerstin Ricker mit von der Partie. Das Abendessen fand im renommierten Maximilian-Lorenz-Sterne-Restaurant in Köln statt. Thomas Gottschalk teilte seine Eindrücke von diesem Dinner auf seinem Instagram-Account, wo er Bilder und ein Video der Veranstaltung veröffentlichte. Ein Bild aller 6 Dinnergäste kommentierte er mit den Worten: Zarella kann nicht nur Pizza und Pasta, Guido Kanz versteht auch meinen Spaß. Wir sind alle Brothers in Arms. Prost auf the Next Generation. Das Treffen scheint vor allem ein symbolischer Akt gewesen zu sein. Gottschalk übergab sozusagen den Staffelstab an nächste Generation der Samstagabendunterhaltung. Obwohl der 73-Jährige seine Nachfolger als Vertreter der Next Generation bezeichnet, sind Kanz und Zarella bereits erfahrener Größen im Fernsehgeschäft. Können Guido Kanz und Giovanni Zarella Thomas Gottschalks große Fußstapfen füllen? Guido Kanz moderierte von 2010 bis 2021 die beliebte Show Verstehen Sie Spaß, die neben Wetten, das zu den letzten großen Samstagabend-Klassikern im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gehörte. Giovanni Zarella hat sich ebenfalls einen Namen im Fernsehen gemacht. Seit seinem Debüt als Sänger der Band Brosis, die in der Castingshow Popstars entstanden war, führte er durch verschiedene Sendungen. Seit 2021 hat er mit die Giovanni Zarella Show im ZDF sein eigenes Samstagabendformat. Im selben Jahr präsentierte er auch die Außenwette während Thomas Gottschalks Comeback bei Wetten, das am 25. November 2023 wird Thomas Gottschalk zum letzten Mal die legendäre Show Wetten, das moderieren, wie er selbst unmissverständlich verkündet hat. Die Kultsendung kehrte 2021 nach einer längeren Pause für ein einmaliges Event zurück. Er freute sich aufgrund starker Quoten im Jahr 2022 einer erneuten Wiederauflage. Thank you.